80% Kurssteigerungen innerhalb von 3 Monaten beim Bitcoin. Sind wir schon in einer Blase? Stürzt bald alles wieder in sich zusammen und der Bitcoin fällt auf Null? Mal sehen. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier bei den Financial Insider. Heute werden wir mal wieder so eine kurze Marktanalyse im Bereich Kryptowährungen uns zu Gemüte führen, um einfach mal ja, euch wieder einen gewissen Überblick über die ganzen Kurse eben zu verschaffen und ja auch relativ emotionslos uns die ganze Sache eben gemeinsam anzuschauen. Was ist passiert? In den letzten 3 Monaten hatten wir eine relativ krasse Kursrallye von, ich habe es hier euch mal bei TradeView eingezeichnet, knappen 80% innerhalb von ja, ein bisschen mehr als 3 Monaten, also von 92 Tagen. Und das ist natürlich schon ja, eine sehr beeindruckende Kursentwicklung. Ja, innerhalb von 3 Monaten hat sich der Kurs jetzt fast verdoppelt. Und ich kriege schon wieder mit, dass die meisten Menschen Panik bekommen. Entweder bekommen sie Panik, weil sie ihres Erachtens den Einstieg verpasst haben, sprich Fear of Missing Out. Oder die Angst, dass es bald wieder alles zusammenbrechen könnte, dass sie jetzt lieber die Kursgewinne mitnehmen, weil Bitcoin würde jetzt dann eh bald auf Null fallen und die ganze Sache hätte sich dann mit den Kryptowährungen dann eh so langsam mal erledigt. Ihr wisst ja selbst, dass ich ein großer Fan bin, einfach mal wieder in die Metaebene zu gehen, sprich alles emotionslos, rational und mit Hilfe der Fakten uns anzugucken. Und genau das werden wir heute zusammen tun. Wir werden uns ein paar Indikatoren eben einfach mal miteinander zusammen angucken und werden daraus lesen, was diese denn zu uns sprechen. Jetzt geht's los. Ich nutze hierfür die Seite von Look into Bitcoin, einer Plattform, aus der ihr relativ viele verschiedene und sehr nützliche Informationen aus dem Bitcoin-Netzwerk herausziehen könnt. Nicht nur Charts, sondern auch On-Chain-Informationen. Wir werden uns, wie gesagt, heute auf die Zyklus-Charts bzw. Zyklus-Informationen stürzen und fangen hier gleich mal mit dem Bitcoin-Investor-Tool 2-Jahres-Gleitner-Durchschnitt-Multiplikator an. Ein Riesenwort, eine Riesenbezeichnung, an sich aber nicht so wirklich schwer, das eben zu verstehen. Diese 80% Wettentwicklung, ja, die ich euch hier gerade eben schon gezeigt habe, das ist auf der Mikroebene. Das heißt, ich habe jetzt ganz, ganz stark hineingezoomt, habe mir ein ganz, ganz kleines Fraktal des Marktes eben angeguckt und habe euch dann hier eben gezeigt, dass eine relativ starke Kursbewegung in einer relativ kurzen Zeit eben gekommen ist. Wenn wir in die Metaebene reingehen, wollen wir immer herauszoomen, wir wollen in die Vogelperspektive eintreten, damit wir uns einen schönen Überblick verschaffen können und möglichst viel auch emotionalen Abstand von dem Ganzen gewinnen können, um dann eben gute, rationale Entscheidungen treffen zu können. Also, fangen wir mal an mit diesem hier. Ihr seht hier zum einen, das Schwarze ist der Bitcoin-Kurs über die letzten, lass mich mal gerade gucken, der geht bis zum Jahr 2010, also über die letzten 13 Jahre ungefähr. Ja. Und dann habt ihr einen sogenannten gleitenden Durchschnitt. Das ist dieser grüne und das ist der 2-Jahres-gleitende Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist eine Durchschnittslinie, die entsteht, wenn ihr immer die Kurse der letzten 200 Tage, beziehungsweise in dem Fall sind es ja die letzten 2 Jahre, also in dem Fall 730 Handelstage, 365 Tage hat ein Jahr und wir wissen ja, dass Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt werden. Also der Durchschnitt der letzten 730 Tage, in dem Fall auch Handelstage, addiert werden und dann geteilt durch 730 genommen werden. Und dann entsteht ein Punkt auf dieser Linie. Und wenn man das eben jeden Tag macht, dann entsteht dieser gleitende Durchschnitt, das heißt, der verändert sich immer mal wieder und passt sich natürlich immer auch an den vergangenen 730 Perioden an. So, das ist jetzt diese grüne Linie. Dann gibt es noch diese rote Linie und die ist einfach nur die grüne Linie mit dem Faktor 5 multipliziert. Das ist alles. So, und die grundlegende Aussage ist einfach diejenige, dass sobald der Bitcoin-Kurs unter seinen 2-Jahres-gleitenden Durchschnitt fällt, es eine sehr günstige Zeit ist, den Bitcoin zu kaufen. Und sobald der Bitcoin über das fünffache Multiplizieren oder die fünffache Multiplikation dieses Wertes darüber hinausgeht, ist es eine günstige Zeit zu verkaufen. Also sprich, eine ungünstige Zeit zu kaufen, weil dann die Preise schon relativ weit davon gelaufen sind. Und hier haben wir, wenn wir uns die letzten 13 Jahre einfach mal angucken, immer wieder die Fälle, dass der Bitcoin-Kurs eben dann in diesen grünen Bereich eintaucht, wie wir es zum Beispiel hier sehen, aber auch in den roten Bereich eintaucht, wie hier, 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 hier und so weiter und so fort. Und es hier einfach nur ein relativ nüchterner Indikator dafür ist, sollte ich jetzt momentan kaufen oder sollte ich eher sogar verkaufen. Und ihr seht hier, dass das in der Vergangenheit immer wunderbar funktioniert hat, wenn ihr euch immer nur daran gehalten habt, was dieser gleitende Durchschnitt eben
in Verbindung mit dem Kurs gemacht hat. Und wir sind immer noch in dem grünen Bereich, das heißt, wir sind immer noch in einem sehr, sehr günstigen Bitcoin-Kursbereich, wo auf alle Fälle es mittel- bis langfristig nicht in die Hose gehen kann, wenn ihr einfach akkumuliert. Das war der erste. Nummer zwei. 200 Wochen gleitender Durchschnitt Hitzekarte, könnte man übersetzen. Vielleicht auch etwas kryptisch, an sich aber auch nicht wirklich schwierig zu verstehen. Die Punkte sind der Bitcoin-Kurs wiederum über die letzten 10 Jahre, das hier geht bis, lass mich mal gucken, bis 2011, also über die letzten 10 bis 11 Jahre. Diese blaue Linie, diese dunkelblaue Linie, ist wiederum der 200 Wochen gleitende Durchschnitt, gleiches Prinzip wie in dem vorherigen Indikator. Nur mit dem Unterschied, dass der Kurs von Bitcoin mit verschiedenen Farben gekennzeichnet wurde. Und grundsätzlich gilt, je weiter ins Blau-Lilane es reingeht, desto geringer sind die monatlichen Wertentwicklungen von Bitcoin. Also sprich, desto geringer war das monatliche Plus, der monatliche Anstieg von Bitcoin. Und je weiter wir in den roten Bereich hineinkommen, desto höher waren die Kursanstiege innerhalb eines Monats. Das bedeutet einfach nur, es ist ein Erhitzungsindikator, könnte man einfach sagen, wenn wir eine gewisse Zeit lang wiederkehrende hohe Zuwächse beim Bitcoin gesehen haben, dann ist das ein Indikator dafür, dass hier bald die Spitze erreicht ist. Zum Beispiel hier haben wir einen Top, durch diese roten Punkte gekennzeichnet bekommen, hier ebenfalls, dann hier ebenfalls und hier, ja, da hat es jetzt nicht so gut funktioniert, da sind wir nur mal so in den grünen bzw. leicht orangenen Bereich reingekommen, aber in den roten Bereich tatsächlich nie. Und wie wir aber hier eben sehen, sind wir weiterhin an dem Bereich, wo die monatlichen Renditen verschwindend gering sind, also wo wir uns irgendwo zwischen 2, 4, vielleicht mal 6% aufhalten und das ist natürlich für Krypto respektive Bitcoin, speziell wenn wir in einem richtigen Bullenmarkt angekommen sind, überhaupt nicht. Das heißt, der Markt ist momentan noch überhaupt nicht überhitzt, da gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Sorge. Stock to Flow, richtig cooler Indikator. Der ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären. Grundsätzlich ist es ja so, dass beim Bitcoin eine natürliche Knappheit besteht. Das heißt, es gibt beim Bitcoin maximal 21 Millionen Stück und alle 4 Jahre wird die Schwierigkeit, in dem neue Bitcoins erzeugt werden können, verdoppelt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn eine dieser gepunkteten Linien hier eben erscheint, wissen wir, das steht das Halving an, ja, und die Schwierigkeit, Bitcoin zu minen, wird eben erschwert bzw. ungefähr verdoppelt. Ihr seht dann einmal im Hintergrund natürlich auch wieder den Bitcoin-Kurs, ja, und diese braune Linie ist ein Verhältniswert zwischen der Schwierigkeit von dem Minten bzw. Minen neuer Bitcoin und den sich schon im Umlauf befindlichen Bitcoins. Also grundsätzlich gilt, dass er hier dieses Verhältnis, dieser Quotient sich nicht verändert. Warum? Weil die Schwierigkeit, Bitcoins zu minen, hier nicht wesentlich verändert wird. Die Hashrate im Bitcoin-Netzwerk, die fluktuiert, aber nicht in diesem Maße, dass dieser Quotient sich stark verändern würde. Sondern immer nur so ein bisschen nach dem Halving, so ungefähr ein Jahr nach dem Halving, ist eine relativ hohe Zunahme von der Schwierigkeit eben festzustellen. Und das Verhältnis wird eben ungünstig. Das heißt, die relative Knappheit in Verbindung zu den bereits bestehenden Bitcoins wird also nochmal erhöht. Und interessant ist immer wieder, dass in der Vergangenheit nach jedem Halving eben sich der Kurs relativ schnell an das Ganze angegliedert hat. Das heißt, um es nochmal anders auszudrücken, diese Linie könnte auch als Mittelwert wiederum hergenommen werden, um zu gucken, ist der momentane Kurs unter diesem Mittelwert oder über dem Mittelwert. Und grundsätzlich ist festzustellen, je weiter sich der Bitcoin-Kurs nach oben von dem Mittelwert, von dieser braunen Linie entfernt, desto mehr kommen wir in den roten Bereich rein, desto übertriebener ist der ganze Markt momentan. Und je weiter wir in den blauen Bereich reingehen, ja, desto ja, mehr Platz ist noch nach oben da, desto unterbewerteter ist der Bitcoin-Preis. Hier unten wird das einfach noch einmal nur noch grafisch über einen Oszillator eben ausgedrückt, in dem einfach rot bedeutet, wir sind über diesem Wert und grün, wir sind unter diesem Wert. Und je weiter unten wir sind, desto größer ist die Chance, dass wir relativ schnell relativ starke Kursbewegungen wieder feststellen können. Hier können wir definitiv feststellen, dass wir weit im grünen Bereich drin sind, also nicht nur ein bisschen unter diesem Mittelwert, sondern weit noch drunter und die Linie ist grün und hier, wir sind weiterhin in einem blauen Bereich, also das heißt weit in der unteren Skala, sodass hier definitiv einiges an Luft nach oben bleibt und dass ja auch zu erwarten ist, dass dann spätestens nach dem nächsten Halving 2024 die Rakete explodieren dürfte, weil auch dieser Durchschnittswert, dieser Schwierigkeitsgrad auch massiv ansteigt und er hier jedes Mal in der Vergangenheit eben
ein Indikator dafür war, dass der Bitcoin-Kurs sich der Schwierigkeit eben angleicht oder diesem Indikator eben angleicht. Dann kommen wir noch zum Pi-Zyklus-Top-Indikator. Der Pi-Zyklus-Top-Indikator ist im Endeffekt wiederum eine Nutzung aus zwei verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken, genau, da haben wir einmal den Preis der 111 Tage gleitender Durchschnitt und der 350 Tage mal 2. Und grundsätzlich ist die Regel, jedes Mal, wenn der, jetzt muss ich gerade gucken, welcher das ist, der kurzfristigere den langfristigeren von unten nach oben schneidet, wie wir es zum Beispiel hier gesehen haben, wie wir es zum Beispiel hier gesehen haben, wie wir es zum Beispiel hier gesehen haben und wie wir es zum Beispiel hier gesehen haben, ja, dann ist das, dann ist der Höchstpunkt des aktuellen Bullenmarktes erreicht und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch, dass eben der Bitcoin über die nächsten Monate oder sogar Jahre fallen wird. Das haben wir hier definitiv nicht. Der rote gleitende Durchschnitt ist sogar noch massiv weit von dem grünen gleitenden Durchschnitt entfernt. Das heißt, hier ist definitiv noch Platz nach oben und das ist also ein weiterer Indikator, dass wir hier definitiv noch keine Blase gesehen haben und dass es noch weiterhin mit schönen Kursgewinnen zu rechnen ist. Zu guter Letzt, bei Look into Bitcoin gibt es noch diesen Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. Das ist wirklich wunderbar, schön für, auch für die Anfänger abzulesen. Hier wird einfach nur über eine mathematische Funktion grafisch ausgedrückt, ob sich der Bitcoin-Kurs in einem relativ günstigen Terrain befindet oder ob er schon sehr hochpreisig geworden ist und man eher nicht mehr einsteigen sollte. Blau bedeutet sehr günstig, rot bedeutet übertrieben teuer, nicht mehr einsteigen. Und wie ihr in der Vergangenheit eben oder wie ihr aus der Vergangenheit eben auch sehen könnt, hat das auch immer wunderbar funktioniert. Wenn ihr euch immer daran gehalten habt, dass ihr immer nur in dem blauen oder vielleicht in dem dunkelgrünen oder hellgrünen Bereich gekauft habt, dann habt ihr langfristig immer wunderbare Renditen erzielt. Wohingegen, wenn ihr die roten oder orangenen Bereiche vermieden habt, ihr immer die Markttops vermeiden hättet können und somit die größten Kursverluste ebenso vermeiden hättet können. Zu guter Letzt ist es auch so, dass ich ein großes Augenmerk auf die Fraktalanalyse lege, hier ganz genau auf die Elliott-Wellen-Fibonacci-Methode. Was bedeutet das? Grundsätzlich ist es so, dass bei uns im Universum alles in Rhythmen, Zyklen und Wellen abläuft. Warum? Unsere Matrix, unsere Welt, wie Sie hier kennen, ist meiner eigenen Überzeugung nach auf Mathematik aufgebaut. Warum? Weil wir alles mit Mathematik beschreiben können. Und das macht auch nur Sinn, denn unser Schöpfer ist Mathematiker. Auf etwas anderes kann man eigentlich nicht kommen, wenn man sich ein bisschen näher auch mit der philosophischen und spirituellen Komponente unserer Existenz beschäftigt hat. Da kommen wir jetzt aber auf ein anderes Thema. Ich möchte hier einfach nur kurz mit euch besprechen, dass genauso wie alle anderen Dinge im Leben sich in Rhythmen, Zyklen und Wellen eben sich bewegen, auch der Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen sich in diesen Wellen bewegen und diese auch zu einem gewissen Maße sehr gut vorhergesagt werden können. Je weiter wir herauszoomen, also sprich in je höhere Fraktalebenen wir hineingehen, desto besser ist das vorhersagbar. Je weiter wir hineinzoomen, also sprich je kleiner die Zeitebene ist, desto schwieriger ist es vorhersagbar. Da wir hier jetzt aber uns ein sehr großes Fraktal angucken, wir reden hier über mehrere Jahre, es ist schon relativ einfach beziehungsweise relativ zuverlässig zu sagen, dass wir hier, wenn wir uns die Elliott-Wellen-Fibonacci-Methode angucken, dass hier das Ende der Fahnenstange beim Bitcoin und bei vielen Kryptowährungen natürlich auch bei weitem noch nicht erreicht ist. Meines Erachtens befinden wir uns momentan ungefähr, ich würde mal sagen hier, also in der ersten Welle, aber schon relativ weit oben. Das heißt, wir dürften jetzt noch eventuell einen gewissen Anstieg erwarten können bis zu in dem Bereich 35.000 beim Bitcoin, also 35.000 US-Dollar. Dann dürften wir eine Zwischenkorrektur sehen. Und hier, wenn diese dritte Welle anfängt zu rennen, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir die 100.000 beim Bitcoin definitiv sehen werden. Dann werden wir nochmal einen Rücksetzer bekommen und wenn die fünfte Welle dann eben beginnt, dann dürften wir das Maximum eben erreicht haben. Wo hier die Ziele bei 4 und 5 liegen, das kann ich noch nicht sagen. Das kann man immer nur sagen, wenn man das Ziel der vorherigen Welle bzw. der vorherigen Wellen schon ungefähr gesehen hat. Das haben wir noch nicht gesehen, aber man kann so ungefähr sagen, dass in dieser dritten Welle ein Potenzial von definitiv über 100.000 beim Bitcoin auch möglich ist. Wer sich hier näher informieren möchte, gerade zum Thema Fraktalanalyse und Analyse, Chartanalyse nach Elliott, dem kann ich den Kanal von HKCM, The Bombsons, ans Herz legen. Die beiden Jungs von HKCM, namentlich genannt Philipp Hopf und Philipp Klinkmüller, machen regelmäßig auch Videos über Bitcoin. Die
ja, machen also nicht nur Kryptowährungsanalyse, sondern auch Analyse für andere Wertpapiere, Aktien, Indizes, Commodities und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, so relativ regelmäßig einmal in der Woche wird eine Fraktalanalyse und eine Chartanalyse von Bitcoin und Ethereum und teilweise auch Altcoins eben per Video ausgestrahlt. Kann ich nur wärmstens empfehlen, um mal so einen groben Überblick zu bekommen und auch ein gewisses Gespür, was denn mit dieser Fraktalanalyse alles gemacht werden kann. Gut, wir kommen jetzt zu der letzten noch wie immer zu einem kurzen Fazit. Im kleinen Maßstab mag sich die Kursbewegung von Bitcoin nach relativ viel angesehen haben und vielleicht dem einen oder anderen den Gedanken in den Kopf treiben, dass es sich hier schon wieder um eine Blase handeln könnte. Wie ihr jetzt aber gesehen habt, bieten uns einige Indikatoren, aber auch die Fraktalanalyse nach Elliott, sehr, sehr untrügliche Beweise dafür, dass das Ende der Aufwärtsbewegung bei weitem noch nicht erreicht ist und dass das Kurspotenzial noch einiges zu bieten hat. Von daher kann ich euch nur dringend anraten, drin zu bleiben, die Nerven zu behalten, diesen Kanal zu abonnieren, weil dann bekommt ihr immer mal wieder regelmäßig solche Videos von mir, wo ich euch einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückhole und euch einfach mal zeige, was die Indikatoren nüchtern und emotionslos zu uns sprechen. Falls ihr weitere grundlegende Informationen zum Thema Kryptowährungen braucht, verlinke ich euch einfach mal meine Playlist für das Basiswissen im Kryptoversum. Guckt auf alle Fälle mal rein. Gerade wenn ihr frisch in dem ganzen Space mit dabei seid, dürfte da einiges an Mehrwert noch für euch mit dabei sein. Vielleicht aber auch, wenn ihr schon etwas fortgeschrittener seid und einfach noch gewisse Anreize braucht, wie ihr noch erfolgreicher im Krypto-Space agieren könnt. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in ein paar Tagen bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.